Wir sind in der Stadt Dorfen. Dorfen liegt im Landkreis Erding, ca. 45 Kilometer östlich von München. Urkundlich erwähnt wurde Dorfen das erste Mal im Jahre 773. Heute leben in der Stadt ca. 15.000 Menschen. Mit dem Zug sind sie in einer Dreiviertelstunde in Dorfen. Wir haben uns mit diesen Dorfnern getroffen. Mit Bürgermeister Heinz Grundner und Therese Engelmeier vom Kinder- und Jugendhaus. Außerdem waren wir im Kulturzentrum Jakob Meier und im Heimatmuseum. In unserer heutigen Sendung hat es uns an den Stadtrand verschlagen. Wir sind jetzt hier auf dem ehemaligen Ziegeleigelände der Firma Meindl. Und zwei junge Dorfner haben das hier wieder zum Leben erweckt. Und was da genau passiert, das erfahren wir jetzt gleich. So, neben mir steht jetzt der Tobi und der Andi. Hallo. So, jetzt erzählst du uns mal, was macht ihr hier? Ganz lustig. Wir arbeiten jetzt hier seit circa einem Jahr. Und ja, das ist ein bisschen eigentlich ganz anders zustande gekommen. Wir waren auf der Suche nach einer Location für ein Open Air. Und ja, als Dorfner kennt man das Gelände auch. Seit, weil hier immer die Ziegelei war, oder? Ja, genau, die Riesenziegelei. Wie lange gibt es die? Seit wann gibt es die nicht mehr? Es sind jetzt 3 oder 4 Jahre, hat die jetzt komplett zu. Aber die haben nach und nach immer Personal abgebaut. Also es wurde immer stiller sozusagen hier. Ja, und dann, wie habt ihr dann erfahren, dass man hier was machen könnte? Oder war das eure Idee? Also tatsächlich, wir haben früher auch schon mal angefragt, dass die Ziegelei noch in Betrieb war. Und wir haben halt gewusst, dass manche Hallen leer stehen. Aber da kam immer nur die Aussage so, ja, das Betriebsgelände schleicht sich mit euren Veranstaltungen so ein bisschen. Und ja, also der, wo das jetzt hier gekauft hat, der war schon früher schon Sponsor von unseren Open-Air-Events. Ah, ihr habt schon mal sowas gemacht, zusammen auch, ihr zwei? Ja. Also ihr seid bekannt dafür, ich mal, in dem Geschäft, dass ihr so ein Team seid. Oder ihr kennt es aus der Schule wahrscheinlich, oder? Ja, nicht direkt, sag ich mal. Wir haben, glaube ich, irgendwie über die Veranstaltungen zusammengekommen. Und da habt ihr Open-Airs immer organisiert? Ja, wir haben vor 10 Jahren angefangen mit Clubs, also mit Events in Clubs. Und dann irgendwann vor 6 oder 7 Jahren war es, wo wir das erste Open-Air gemacht haben. Hier in Dorfen? Ja, das hat das Goldgarten gekostet und das haben wir 4 Jahre durchgezogen und dann war es also, dass das praktisch vorbei war. Und dann hat man irgendwann nach Alternativen gesucht, neben dem Clubgeschäft. Und dann, also wie kam es dann direkt dazu, dass es dann doch frei wurde hier? Naja, wir haben es dann Gott sei Dank vor der Presse noch erfahren, dass der Kauf eben stattgefunden hat. Und man hat sich ja da erkannt, wir haben eben auch die Firma gekannt schon, weil sie eben Partner von unseren Festivals waren. Und dann habt ihr gleich gesagt, wir wollen das hier übernehmen. Ja, genau. Ja, schon. Also es hat mehr Bewerber gegeben und wir haben uns auch mit dem Grundstückseigentümer dann getroffen. Und dann hat er sich irgendwann für uns entschieden. Und so sieht das dann aus, wenn die zwei Jungs was auf die Beine stellen. Doch zurück zu Andi und Tobi, weil wir wollen ja noch die anderen Gebäude sehen. Hier waren auch schon ein paar Events, sind aber noch ein bisschen am Umbauen. Wir haben jetzt hier am Samstag ein Sale, Warehouse Sale, Black Saturday nennen wir das Ganze. Und sonst können hier auch die Konzerte stattfinden wahrscheinlich? Ja, genau. Also wir haben für die Halle jetzt nicht irgendwie so die Richtung, für die, wo die verwendet wird, sondern... Allzweckhalle. Genau, richtig. Für alles, was man... Was wäre gerade so? Ja, es ist auch noch spannend, sage ich mal, wie das Ganze für heute auch im Winter mit der Verglasung. Also wir haben ein Event gehabt und da ist es schon schwierig, sage ich mal, relativ Wärme reinzubringen. Und unser Ziel war natürlich auch, irgendwas mit fester Bestuhlung hier zu machen. Kleinkunstbühne in die Richtung, aber das stellt sich halt jetzt einfach auch raus. Wenn wir die Erfahrungen sammeln, wie sich es wirklich dann verhält. Naja, ihr werdet jetzt richtig Profis in dem Bereich. Oder jetzt, wenn ihr so einen Riesenbereich hier plant, das ist schon eine Mammutaufgabe. Ja, man lernt echt jeden Tag was dazu. Und
das Gute sowie schlechte Erfahrungen. Man nimmt so viel mit, einfach aus dem Alltag, was man da mitkriegt. Aber habt ihr das gelernt? Wie könnt ihr das? Naja, viel aus der Erfahrung raus einfach. Mit euren Open Airs, da habt ihr ja schon Erfahrung gesammelt. Das ist eigentlich so, man hat, sag ich mal, immer so den Auflagenbescheid, an den muss man sich richten. Und man hat schon irgendwie immer Partner oder sowas, wo man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Aber eigentlich war es schon immer so, einfach machen und fertig. Und entweder es klappt oder es klappt nicht, aber meistens hat es funktioniert. Und ihr seid so echte Dorfner, oder? Also ihr zieht es hier auch nicht weg. Ihr bleibt im Dorf und ihr zieht es nicht nach München, oder? Na, tatsächlich, wir sind echte Dorfner. Und freuen uns deswegen auch, dass wir ein bisschen für unsere Stadt das Ganze machen. Ja. Ja, ich habe auch gelernt, dass 20% der Dorfner unter 18 sind. Wusstet ihr das? Nee, bisher nicht. Aber also die kommen alle in den nächsten 10 Jahren, haben sie noch, hier können sie herkommen. Dann schauen wir jetzt noch weiter, oder? Ja, gerne. Okay. Doch bevor wir weiterschauen zu Club und Almhütte, machen wir eine kurze Unterbrechung. Wir sind in Dorfen und besuchen zwei junge Männer, die diese Gebäude hier mit Leben füllen werden. Ah, hier ist ja jetzt noch totale Baustelle. Was wird das hier? Das wird hier unser Herzstück, sag ich mal, von dem Ganzen, unser Club. Also das ist natürlich auch irgendwie so ein Traum, was man persönlich irgendwie hat, wenn man in dem Geschäft ist, dass man irgendwann einmal was Eigenes hat. Und das hat sich halt so ergeben, sag ich mal, weil der Kapazität, sag ich mal, die Größe von dem Raum ideal ist und auch die Voraussetzungen auch, sag ich mal, dickes Gemäuer. Jetzt haben wir das Dach zwar ein bisschen erneuern müssen, aber ich sag mal, das ist schon sehr massiv. Und das bleibt auch so, also oder kommt da eine Galerie rein, weil es wirkt recht hoch? Es bleibt so hoch. Bleibt so hoch. Genau, es ist bloß wegen Schallschutz, dass wir hier gescheit lärmen können, ohne dass die Anwohner darunter leiden. Deswegen jetzt der Umbau hier in der Decke. Und was wird hier für Musik dann gespielt werden? Macht ihr da unterschiedliches Programm oder? Ja, also schon? Es wird verschiedene Veranstaltungsreihen geben, von normal klassisch Partymusik über Motto-Partys, in die House-Techno-Szene was, Hip-Hop. Live-Musik auch oder nicht? Konzerte? Ja, also dafür haben wir eher andere Hallen geplant, aber zum Teil bestimmt. Okay, dann schauen wir uns mal gleich die nächste Halle an. Machen wir. Und was soll jetzt hier reinkommen? Eine große Konzerthalle. Ah ja, boah, habt ihr echt große Pläne. Ja, das ist auch so ein Mammutprojekt, aber das ist so die größte Halle, was wir hier zur Verfügung haben. Und die ungenutzt zum Lassen, das war irgendwie ein eine Fehler. Schande, ja. Genau. Aber wann wird sowas, wann plant ihr, dass das aufmacht dann? Also tatsächlich, wir haben hier vorerst nur vor, dass wir einzelne Events machen. Mhm. Das ist von der Zulassung her einfacher, wie dass man jetzt das komplett als Eventhalle nutzen kann, jede Woche. Aber deswegen jetzt vorerst mal viermal im Jahr, das ist relativ easy. Und jetzt machen wir das mal so, schauen, wie es funktioniert und wie die Abläufe passen. Dann werde ich zwang, ob wir da noch weiter investieren. Ja, und was stehen da für Tische rum? Ist das schon für irgendein Event? Wir haben ab diesem Sonntag haben wir unsere Almhütte, die ist jetzt fertig aufgebaut, doppelstöckige. Und da kommen die Tische rein? Genau, das können wir euch auch gerne. Dann gehen wir da jetzt auch noch hin. Also jetzt habt ihr hier so tolle Industriehallen, aber nein, ihr habt eine Almhütte hierher gezaubert. Wieso habt ihr das gemacht? Ja, eigentlich sage ich mir auch, wie eine Zwischennutzung, weil wir die Hallen, sage ich mal, jetzt im Umbau haben und wir jetzt irgendwie den Winter überbrücken möchten. Okay, weil ihr die Hallen noch nicht nutzen könnt. Gerade habt ihr jetzt schnell was hergebaut. Wurde das komplett jetzt hier gerade errichtet? Ja, genau. Also vor einer Woche war hier noch nichts. Es geht relativ schnell. Ja. Und genau, wir planen jetzt auch seit 3 Monaten, glaube ich, das Programm durch. Was da und wie lange wird das betrieben jetzt, die Almhütte? 3 Monate. 3 Monate lang, genau. Ganzen Winter. Ja, genau. Ja, okay. Anfang März ist vorbei. Dann schauen wir uns das drinnen mal schnell an, wie das aussieht. Und was habt ihr da jetzt genau vor in den 3 Monaten hier drinnen? Also ja, wir haben ein recht buntes Rahmenprogramm, das für jeden was dabei ist. Wir haben eine Après-Ski-Party, wir haben aber auch viele Themenabende mit Sperrrebsessen, Schnitzelabend, Zörnig-Geschichten, so gemütlich eher. Ah ja, das heißt, das ist richtig auch mit, also eigentlich Gastronomie, oder? Ja, also ja. Und Tanzen dann aber auch? Genau, wir haben auch Tanzveranstaltungen, auch Silvester haben wir zum Beispiel eine Party hierin und so einzeln einfach bunt durchgemischt. Und da kann man jetzt auch hochgehen in den zweiten Stock? Ja, oder? Genau. Ja? Wir haben ja 2 schöne Balkone. Mhm.
Und da kann man das ganze Gelände noch überblicken. Ja, genau. Den Vorteil haben wir da noch. Schauen wir mal hoch. Das sieht alles schon so fertig aus. Das wird wahrscheinlich bald eröffnet jetzt, oder? Ja, genau. Also morgen geht's los. Morgen geht's los. Morgen geht's los. Ganz aktuell. Ja, genau. Weil wie immer kurz vor der Eröffnung von irgendwas oder und kurz vor. Und was macht's da morgen dann hier? Also ist das jetzt was Privates oder was für den ganzen Dorfner? Genau, morgen ist die Weihnachtsfeier nur, also von einer Dorfner Firma. Naja, okay, also man kann es richtig mieten auch jetzt hier. Ja, guck mal. Und ist es gleich gut angenommen worden in Dorfen? Ja, sehr. Also ich hätte nicht damit gerechnet, sage ich mal, vor allem mit den Weihnachtsfeiern, weil es doch sehr spontan ist und die Leute oder die Firmen sehr vorausschauend planen. Aber da haben wir jetzt eigentlich den ganzen Dezember voll mit Weihnachtsfeiern. Dann haben wir unsere Themenabende, die wo sehr gut laufen. Und was habt ihr hier draußen auf dem Gelände jetzt noch vor? Im Winter vor allen Dingen? Kann man es nutzen oder wird es zu kalt? Wir haben einen Wintermarkt, der ist nach Weihnachten bis ins neue Jahr, bis Heilig Drei König. Und der findet hier draußen statt? Der findet draußen im Innenhof, aber dazu nutzen wir natürlich auch die Hütte auch für den Fasching. Und genau, Wintermarkt ist so unser großes Winter-Event im Freiluftbereich. Und weil du sagst Fasching, findet auch was statt hier, faschingsmäßig. Dorfen ist da ja groß dabei, habe ich gehört. Ja, auf jeden Fall. Der Hämmerlinz ist auch dabei. Ja, hier auch. Findet ja auch hier was statt. Ja, also nach dem Umzug natürlich. Ja, okay. Aber wart ihr da, also das ist für Dorfner, Hämmerlinz, da muss man hin, oder? Das, ja, also ich bin, Kult, seitdem oder? Ich auf der Welt bin, immer da gewesen. Dabei. Genau, nie auslassen. Das ist ganz wichtig. Nein, es ist eine gute Tradition in Dorfen. Und ich vergleiche den Hämmerlinz nicht so als Fasching. Ich aber das was doch ist denn das Eigenes. Genau? Weil ihr müsst mir jetzt nochmal erklären. Also es ist so, dass in Dorfen mit dem Hämmerlinzen praktisch der Winter ausgetrieben wird. Ja, wieder beim Fasching generell ja auch. Mhm. Aber was bedeutet genau das Hämmerlinzen? Ja, also dass jeder im Nachtgewand frühmorgens schon auf die Straße geht und dann im Umzug. Das geht um 5 Uhr in der Früh los, oder wie? Ja, also es gibt bestimmt manche Leute, die um 5 Uhr schon sich zusammensitzen. aber meistens ist es irgendwie so zwischen 8 und 9 Uhr und dann so um 10 Uhr oder sowas geht der Umzug los und um 12 Uhr wird dann die Puppe. Ah, das ist ein Umzug durch die ganze Stadt Dorfen. Genau. Auf dem Marktplatz ist dann das. Ja, genau, da wird dann zum Schluss das Prinzenpaar wird dann aus dem Gebäude rausgeklopft. Die kommen dann mit in den Umzug und dann zum Schluss wird dann der Hämmerlinz verbrannt und dann ist sozusagen der Akt vorbei. Und dann wird hier weiter gefeiert. Ja, wir geben auf jeden Fall das hier die Option, dass wir zu uns kommen können. Genau. Eben mit der Almhütte und im Freibereich. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel hier vom Tonwerk aus Dorfen. Morgen gibt es eine weitere Heimatgeschichte.